Dominik Kettner vom Kanal Kettner Edelmetalle ist einer der schlimmsten Hetzer auf YouTube. Er verbreitet in seinen Videos Desinformationen im Sekundentakt und einige davon werden wir uns im Folgenden in seinem Machwerk Japans Staatspleite droht jetzt die globale Finanzkrise mal ansehen. Zwar ist die offizielle Inflationsrate bei bloß 2,5%. Allerdings ist in den letzten 25 Jahren der Zins in Japan auch bei 0% gewesen. Wenn jetzt also die Löhne nicht mindestens um 2,5% erhöht werden, verarmen die Menschen nun mal um 2,5% pro Jahr. Und hierbei darf man nicht den Zinseszinseffekt vergessen, was die Verarmung deutlich schneller beschleunigt. Und weil seit 25 Jahren die Zinsen in Japan bei 0% liegen und wir teilweise sogar Deflation in Japan erlebt haben, schreien immer mehr Stimmen laut nach einer Zinserhöhung. Und die Bank of Japan bzw. der japanische Staat muss nun reagieren, denn die Bevölkerung wird immer unruhiger und immer unzufriedener. In den letzten 20 Jahren sind die Preise in Japan gesunken. Es herrschte also Deflation. Und in so einer Situation soll die Notenbank die Zinsen anheben, um die Deflation zu verschärfen. Klingt überzeugend. Für die Verarmung der Menschen in Japan und für die niedrige Inflation gibt es übrigens ein und denselben Grund. Die Löhne sind nicht gestiegen. Die Lohnstückkosten waren in den letzten 20 Jahren in ähnlichem Ausmaß rückläufig wie die Preise. Aber mal abgesehen davon, was würde denn passieren, wenn die Bank of Japan die Zinsen erhöhen würde? Nun, dann würden reiche Japaner bzw. große Banken, die die Staatsanleihen in ihren Portfolios hätten, mehr Zinsen kassieren. Die Reichen würden also profitieren. Ich verweise hier mal auf das Video zu Staatsanleihen, was auf diesem Kanal schon vor rund 2 Wochen veröffentlicht wurde. Die japanischen Staatsschulden liegen aktuell bei 263% zum aktuellen Bruttoinlandsprodukt. Wenn man also die 2,63-fach höhere Schuldenlast als die Einnahmen hat, wäre man als Privatperson bereits längst insolvent. Mal ganz abgesehen davon, dass man als Privatperson sehr wohl Schulden in der 2,5- bis 3-fachen Höhe seines Einkommens haben kann, wenn man entsprechende Sicherheiten hat, hat eine Privatperson keine Notenbank, die hinter ihr steht und sie im Notfall finanziert. Und genau das hat der japanische Staat. Die Bank of Japan praktiziert eine Zinskurvenkontrolle und hält die Zinsen in einem engen Korridor um 0%. Und sie hat auch signalisiert, dass sie das in Zukunft fortsetzen wird. Es bestehen für den japanischen Staat also keine Finanzierungsprobleme. Griechenland liegt bei 199% Staatsverschuldung gegenüber dem Bruttoinlandprodukt und Italien bei 151%. Sie sehen also die Dimension der Staatsverschuldung Japans, die es in den letzten 25 Jahren auf Kosten der japanischen Bevölkerung geschafft haben, das Land immer weiter auszusaugen und das Land immer weiter vor das Elend und die Hunde geraten zu lassen. Der Grund für die hohe Verschuldung in Japan ist also der Leitzins mit 0%. Nein, das ist nebensächlich. Der Grund für die hohe Verschuldung ist nicht, wie hier dargestellt, der Leitzins. Der Grund für die hohe Verschuldung Japans ist, dass sowohl die Unternehmen als auch die Haushalte Nettosparer sind. Wenn man sich die Finanzierungssalden der Unternehmen im internationalen Vergleich ansieht, dann wird klar, dass in Japan die Unternehmen am stärksten sparen. Die privaten Haushalte sparen, wie in allen anderen Industrieländern auch, und der Leistungsbilanzüberschuss reicht nicht annähernd aus, um das auszugleichen. Die Staatsschulden müssen also jedes Jahr immer weiter wachsen, allein schon um ein Schrumpfen der Wirtschaft zu verhindern. Aber das meine ich mit dieser dummen Hetze, von der ich am Anfang gesprochen habe. Anstatt sich die monetären Rahmenbedingungen anzuschauen oder die Finanzierungssalden der Sektoren der Volkswirtschaft, spricht Dominik Kettner einfach davon, dass der japanische Staat seine Bürger aussaugen würde. Und dann stellt er auch noch diesen fehlerhaften Kausalzusammenhang zwischen niedrigen Zinsen und hohen Staatsschulden her. Die Zinsen sind so niedrig, weil die Inflation so niedrig ist. Und die Inflation ist so niedrig, weil die Lohnstückkosten sinken. Wenn die Lohnstückkosten sinken, dann sinkt auch das Preisniveau. Das ist ein Zusammenhang, den wir überall auf der Welt beobachten können. Und das ist auch in Japan so. Wenn die Löhne langsamer steigen als die Produktivität, dann sinken die Preise, dann haben wir Deflation. Wenn man einer Notenbank die Aufgabe gibt, für eine dauerhaft positive Inflation zu sorgen,
was sie gar nicht kann, da sie nicht direkten Einfluss auf die Lohnabschlüsse nehmen kann, dann wird sie die Zinsen so lange bei Null belassen, bis die Inflation steigt. Und das tut sie nicht. Also abgesehen von dem Angebotsschock durch die höheren Rohstoffpreise, der in Japan wesentlich weniger schlimm zuschlägt als beispielsweise in Europa. Der japanische Staat konnte sich durch diese Nullzinspolitik und den Leitzins von 0% sehr, sehr günstig verschulden. Wenn wir uns aber anschauen, was der Staat gemacht hat, um diese Schulden aufzunehmen, dann zeigt es, dass es die Inflation in diesem Zeitraum gering gehalten hat, weil der japanische Staat eine Politik der Inflationskontrolle verübte. Japan bzw. der japanische Staat zahlte beispielsweise Subventionen an Konsumgüterhersteller, damit die Preise nicht explodieren und die Inflation im Griff behalten werden kann. Das japanische Finanzsystem wird also nur mit Augenwischerei am Leben erhalten und beispielsweise die Reisbauern, Getränkehersteller, aber auch Ölraffinerien, die beispielsweise Heizöl, Benzin und Diesel zur Verfügung stellen, sind genau diejenigen, die vom Staat subventioniert wurden, damit die Menschen es nicht so hart in der eigenen Tasche spüren. Und wer genau aufgepasst hat, der weiß, dass auch derartige Subventionen derzeit in Deutschland anstehen. Im September 2016 begann die Bank of Japan, also die japanische Notenbank, damit, die Geldschleusen wieder massiv zu öffnen, um den japanischen Staat wie immer zu retten und ihn auf Kosten der Bürger am Leben zu erhalten. Was wäre denn die Alternative dazu? Sollte die Bank of Japan den Staat pleite gehen lassen? Dann würden die Zinsen komplett verrückt spielen. Da es nun von der Willkür der Notenbank abhinge, ob die japanische Regierung sich weiter Geld leihen könnte. Das würde natürlich auch die Zinsen für Privatkredite und Unternehmensanleihen in die Höhe schießen lassen. Private Haushalte und Unternehmen könnten aus Unsicherheit über die Zukunft ihre Sparvolumen noch weiter steigern. Japan stünde für eine wirklich gravierende Rezession und der japanische Staat könnte nicht mehr einfach so seine Ausgaben steigern, weil es ja unsicher wäre, ob er überhaupt genug Kredite bekommen würde. Also das ist wirklich komplett verrückt. Als nächstes sollten wir uns vielleicht mal die Frage stellen, wie ein Staat bei so einem Angebotsschock ganz grundsätzlich reagieren sollte. Denn Japan macht das gar nicht so dumm. Wenn die Preise für importierte Rohstoffe steigen, dann haben die Unternehmen ja erst einmal höhere Kosten, die sie in Form von höheren Preisen an die Verbraucher weitergeben. Das zwingt die Verbraucher dazu, ihren Konsum bei den fraglichen Gütern erst einmal einzuschränken und sorgt dafür, dass die Unternehmen weniger dieser Güter produzieren. Die Produktivität sinkt also. Zum Zweiten können die Verbraucher ihren Konsum an essentiellen Gütern, wie zum Beispiel Gas zum Heizen, nicht einfach beliebig weit einschränken. Das bedeutet, obwohl sie weniger von diesen Gütern verbrauchen, sinkt ihr Realeinkommen. Der Konsum an anderen Gütern, die wenig oder gar nicht von diesem Preisschock betroffen sind, sinkt also auch. Und genau hier sollte die Reaktion einer Regierung einsetzen. So lange, bis der negative Produktivitätsschock durch die Preissteigerung überwunden ist, sollte die Regierung die realen Einkommensverluste der Verbraucher komplett kompensieren, um die Nachfrage zu stabilisieren. Sonst besteht nämlich die Gefahr, dass bestehende Produktionskapazitäten stillgelegt werden und eine dauerhafte Arbeitslosigkeit entsteht. Und sowas muss in so einem Fall auf jeden Fall verhindert werden. Die Unternehmen müssen die stabile Nachfrage nur nutzen, um ihre Produktion umzustellen von diesen teuren Rohstoffen auf andere, billigere. Um diese produktivitätssteigernden Investitionen zu ermöglichen, muss die Notenbank ihrerseits für niedrige Zinsen sorgen, damit diese Umstellung möglichst reibungslos vonstatten läuft. Wenn die Unternehmen also investieren und der Produktivitätsschock nach und nach überwunden wird, kann die Regierung die Subventionen also nach und nach wieder kürzen. So sollte ein Staat optimalerweise auf einen Produktivitätsschock reagieren, um dauerhafte Schäden wie beispielsweise ausgefallene Industriekapazitäten oder eine dauerhaft erhöhte Arbeitslosigkeit zu vermeiden. In der Europäischen Währungsunion und in den USA passiert gerade genau das Gegenteil. Die Regierungen setzen auf Austeritätspolitik und die Notenbanken ziehen die Zinsen hoch. In Japan agiert man anscheinend wesentlich umsichtiger. Die Regierung stabilisiert durch die besagten Subventionen zumindest annähernd die Realeinkommen der Arbeiter und die Notenbank lässt die Zinsen niedrig, damit die Unternehmen produktivitätssteigernde Investitionen tätigen können. Das ist eine viel bessere Reaktion auf einen solchen Produktivitätsschock.
Und was ist nun mit den Löhnen? Müssten diese nicht steigen, wenn die Inflation so hoch ist? Nun, die Löhne sollten immer so stark steigen wie die Zielinflation plus das Produktivitätswachstum. Bei einem durchschnittlichen Produktivitätswachstum von 1% pro Jahr müssen die Löhne also um 3% steigen, wenn man das Inflationsziel von 2% erreichen wollte. Und genau das ist ja das Problem in Japan. Dort steigen die Löhne seit Jahrzehnten viel zu schwach und deswegen hat man ein Problem mit Deflation. Die Bank of Japan hält den Zins für die 10-jährigen Staatsanleihen beispielsweise bei 0%. Und damit sorgt sie dafür, dass sie sehr viele Staatsanleihen aufkommt. Mittlerweile ist es so, dass die Hälfte der gesamten japanischen Staatsschulden besitzt. Die Bilanzsumme der Bank of Japan beträgt zwischenzeitlich 134% des japanischen Bruttoinlandproduktes. Zum Vergleich, die EZB halten 60 oder die Federal Reserve sogar nur 37%. Es hat sich also eine gigantische Blase im japanischen System aufgetan und die Frage ist, welche Nadel lässt diese Blase platzen? Die Frage ist doch nun, wann und vor allem, ob das japanische Finanzsystem kollabiert. Zwischenzeitlich wetten schon große Banken gegen das japanische System und vor allem auf steigende Zinsen der japanischen Staatsanleihen. Denn die Player, die gegen das japanische Finanzsystem und die japanische Währung wetten, glauben nicht daran, dass Japan die sogenannte Yield Curve Control weiter durchhalten kann. Denn zuletzt stiegen die Zinsen der 10-jährigen Staatsanleihen auf ein 5-Jahres-Hoch. Diese Spieler glauben nicht daran, dass die japanische Notenbank das nicht weiter durchhalten kann. Sie glauben daran, dass die japanische Notenbank es nicht weiter durchhalten will. Sie glauben daran, dass die japanische Notenbank umkippen wird, ähnlich der EZB. Und die Yield Curve Control beendet bzw. die Zinsen erhöht. Es gibt nämlich kein Limit, wo die Zentralbank aufhören müsste, Yen zu drucken. Sie kann das in unbegrenzter Menge tun. Das heißt, wenn sie diese Yield Curve Control durchhalten will, dann kann sie das auch. Aber es gibt auch überhaupt keinen Grund, die Niedrigzinsphase zu beenden, solange die Inflation nicht dauerhaft steigt. Und solange die Löhne nicht steigen, wird das die Inflation auch nicht tun. Also gibt es schlicht und ergreifend keinen Grund für ein Ende der aktuellen Politik. Ähnliches gilt übrigens für die EZB, doch dazu kommen wir später noch einmal. Hoch. Wo liegt nun also das große Problem? Japan ist der größte Gläubiger der Vereinigten Staaten von Amerika. Japan besitzt sage und schreibe US-Staatsanleihen im Wert von 1.000 Milliarden US-Dollar. Vielleicht kennen Sie den Spruch, too big to fail. Wenn Sie zu viele Schulden für Ihre Bank haben, sodass Sie ein Problem für Ihre Bank werden, genauso fühlen sich derzeit die USA in Bezug auf Japan. Man kann Japan nicht einfach fallen lassen, denn es würde bedeuten, dass diese Bombe auch die Vereinigten Staaten mit in ein riesiges Loch der Rezession oder sogar des wirtschaftlichen Abgrundes reißen kann. Die Japaner könnten bei wirtschaftlichen Problemen viele Auslandseinlagen verkaufen, zum Beispiel US-Staatsanleihen. Und dies könnte dann wiederum die US-Anleihenzinsen von US-Staatsanleihen steigen lassen. Nun also die Gretchenfrage. Reißt Japan die gesamte Welt in den wirtschaftlichen Abgrund? Nein, 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 nein! Was würde passieren, wenn Japan ganz viele US-Staatsanleihen verkaufte und dann die daraus erlösten US-Dollar in Yen tauschen würde? Zunächst einmal würden die Zinsen für US-Staatsanleihen steigen. Aber wie stark, das lässt sich kaum vorhersagen. Zumal die Zinsen nicht frei am Markt gehandelt werden, sondern hauptsächlich von der Fed festgelegt werden. Je kurzfristiger die Anleihe, desto wichtiger ist der von der US-Notenbank festgelegte Leitzins. Dann würde der Yen gegenüber dem Dollar temporär aufwerten, da es eine höhere Nachfrage nach Yen gäbe. Doch wäre das so entscheidend? Na, eher nicht. Der Yen ist nämlich stark unterbewertet. Das heißt, wenn der Devisenmarkt sich nur die wirtschaftlichen Verhältnisse ansehen würde, dann müsste der Yen eigentlich schon seit Jahren, ja seit Jahrzehnten aufwerten. Aber er tut es nicht. Japan konnte dauerhafte Leistungsbilanzüberschüsse erzielen, nicht nur, weil die Löhne nicht gestiegen sind und die Inflation so niedrig war, sondern auch, weil der Wechselkurs des Yen das nie nachvollzogen hat und der Yen nie aufgewertet ist, obwohl er es eigentlich hätte tun müssen. Den Grund dafür werden einige sich wahrscheinlich schon denken können. Die niedrigen Zinsen in Japan haben eine bestimmte Sorte Währungsspekulanten angelockt.
sogenannte Carry Trader, die sich zu Nullzinsen Yen leihen und diese dann in US-Dollar eintauschen, um die höheren Zinsen, die es beispielsweise auf US-Staatsanleihen gibt, zu kassieren. Diese Carry Trader üben einen andauernden Abwertungsdruck auf den Yen und einen Aufwertungsdruck auf den Dollar aus, beziehungsweise auch auf andere Währungen, die höher verzinst sind als der Yen. Dadurch verzerren sie massivst die Wechselkurse. Ihr erinnert euch, die Wechselkurse sollten immer die Kaufkraftparitäten abbilden, also die Inflationsdifferenzen nachvollziehen. Die Inflation war in den USA in den letzten 30 Jahren durchgängig höher als in Japan. Und trotzdem hat sich der Wechselkurs zwischen Yen und US-Dollar in den letzten 20 Jahren fast überhaupt nicht verändert. Der US-Dollar wertet aktuell auf, obwohl er eigentlich abwerten müsste. In den USA ist die Inflation höher und in Japan ist sie niedriger. In solch einer Situation müsste eigentlich der US-Dollar abwerten und der Yen aufwerten, um diese Inflationsdifferenzen auszugleichen. Doch die besagten Carry Trader sorgen dafür, dass genau das Gegenteil passiert. Sie leihen sich zu niedrigen Zinsen Yen, tauschen diese in US-Dollar und legen diese dann wiederum im höher verzinsten Dollarraum an. Die Carry Trader kassieren also auf Kosten der Gemeinschaft dauerhaft Gewinne und sorgen dabei nebenbei noch für massive Verzerrungen, die die Leistungsbilanzen durcheinander bringen. Wie gesagt, die Leistungsbilanz der USA ist dauerhaft negativ und die von Japan dauerhaft positiv. Sowas sollte es eigentlich nicht geben, erst recht nicht bei so riesengroßen Volkswirtschaften. Man muss davon ausgehen, dass eine Währung so stabil ist wie das Vertrauen der eigenen Bevölkerung. Wenn man also schaut, dass die japanische Bevölkerung verhältnismäßig viel Vertrauen in die eigene Währung mitbringt, ist dies natürlich ein Pluspunkt für Japan und die eigene Währung, wenn auch die Menschen in den letzten 25 Jahren mit der Nullzinspolitik immer weiter und weiter verarmt sind. Denn grundsätzlich kann eine Zentralbank so lange Geld schöpfen, wie das Vertrauen der Bevölkerung in die Kaufkraft der eigenen Währung gewährleistet ist. Man muss auch dazu sagen, dass die Menschen in den letzten 25 Jahren das Vertrauen in die japanische Währung behalten haben. Und es ist möglich, dass der japanische Staat, aber auch die Bank of Japan, das System noch Jahre oder vielleicht Jahrzehnte am Leben halten. Aber realistisch betrachtet, wenn das Vertrauen der Menschen in die Währung verloren geht und beispielsweise Gold, Immobilien, aber auch Aktien als sichere Alternative zu der japanischen Währung gewertet werden, wird die japanische Währung vor die Hunde gehen. Grundgütiger. Zwei Bemerkungen hätte ich da noch. Weder Aktien noch Immobilien haben sich in Japan in den letzten 30 Jahren als großartige Alternative erwiesen. Die Immobilienpreise sind stark zurückgegangen und die Aktienkurse sind leicht zurückgegangen und haben dabei stark geschwankt. Und diese negativen Renditen lassen sich auch relativ leicht erklären. Wenn die Nachfrage nicht da ist, also weder nach Wohnraum noch nach den Gütern, die die Unternehmen herstellen, dann sinkt auch die Erwartung zukünftiger Erträge des Kapitals. Das bedeutet, dann sinken die Preise für Kapital. Wenn die Einkommen der Menschen, also die Löhne, nicht steigen, dann gibt es auch niemanden, der Wohnungen anmieten kann und dann gibt es niemanden, der die Produkte der Unternehmen kaufen kann. Das bedeutet, dann sinkt schlicht und ergreifend der Preis für Aktien und für Unternehmen. Die große Flucht in die Sachwerte hat also in Japan noch nicht begonnen. Und es gibt auch keinen Grund, warum das passieren sollte. Der Wert des Yen war, wie wir ja schon geklärt haben, sehr stabil. Seit 1990 ist das Preisniveau nur um 10% gestiegen. Die Geldmenge M0 hingegen hat sich im gleichen Zeitraum vervierzehnfacht. Das ist mal wieder ein sehr schöner Beleg dafür, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Zentralbankgeldmenge und der Inflation gibt. Aber das nur am Rande. Gold erreichte beispielsweise auf Yen-Basis im Jahr 2021 ein All-Time-High. Der Fall Japan zeigt uns also, wohin die Reise bei unserer Währung, beim Euro, gehen könnte. Eine Politik der Zinskurvenkontrolle auf der einen Hand und eine Politik der Inflationskontrolle auf der anderen Hand könnten dafür sorgen, dass die Menschen in Europa, genau wie in Japan, über die nächsten Jahre oder gar Jahrzehnte immer weiter ausgesaugt werden und die Inflation dafür sorgt, dass die Menschen immer weiter verarmen. Wenn also die Zinsen nicht wieder über das Inflationsniveau ansteigen,
ansteigen, wie es in den letzten Jahren der Fall war, bevor der Euro eingeführt wurde, wird es für die Europäer eine sehr harte Dekade. Die Menschen würden wie in Japan auf sehr breiter Schicht, vor allem im Mittelstand und in der Unterschicht, verarmen. Die Profiteure wären die Reichen, die besonders viele Vermögensgüter besitzen, denn diese sind vor der Inflation geschützt. Jetzt überlegen wir mal grundsätzlich. Die Zinsen, die auf Staatsanleihen gezahlt werden, werden vom Staat, also von uns allen, bezahlt. Und kassieren tun diese Zinsen hauptsächlich Superreiche, die diese Staatsanleihen in ihren Portfolios haben, und Banken, die diese Staatsanleihen in ihren Bankbilanzen haben. Ich verweise an dieser Stelle nochmal auf das Video über Staatsanleihen, was sich auch auf diesem Kanal hier finden lässt. Es gäbe drei sehr einfache Dinge, die man tun müsste, wenn man wollte, dass die Menschen nicht weiter verarmen und die Reichen nicht immer reicher würden. Erstens, die Löhne müssten so stark steigen wie die Produktivität plus die Zielinflation, die besagte goldene Lohnregel. Diese Entwicklung könnte der Staat sehr einfach vorantreiben, indem er Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt und den Mindestlohn stärker in die Höhe treibt. Zweitens, das Steuersystem müsste umgebaut werden. Kapitalerträge müssten genauso hoch mit Steuern und Abgaben belegt werden wie Löhne. Mindestens genauso hoch. Und Steuern auf Konsum könnte man abschaffen und die wegbleibenden Einnahmen könnte man durch höhere Steuern auf Kapital bzw. durch eine vernünftige Progression bei der Einkommenssteuer wieder rausholen. Wir hatten in den 50er Jahren zum Beispiel einen Spitzensteuersatz von 90%. Was spräche dagegen, diesen wieder einzuführen? Drittens, die Sozialleistungen und hier vor allem die Renten müssen deutlich steigen. Die Deutschen haben eines der niedrigsten Rentenniveaus in ganz Europa und gehen erst mit 67 in Rente. Das muss sich dringend ändern. Das sind alles Dinge, die politisch sehr einfach beschlossen werden können und wo man eigentlich nur bestimmte Fehlentscheidungen aus der Vergangenheit wieder zurücknehmen müsste, wie beispielsweise die Agenda 2010. Ihr merkt wahrscheinlich, dass all diese Entscheidungen von den demokratisch gewählten Politikern beschlossen werden könnten und nichts mit der Zentralbank zu tun haben. Die EZB bzw. auch die Bank of Japan könnte die Zinsen wieder auf höhere Niveaus anheben, wenn die Zielinflation erreicht würde, was ja mit der goldenen Lohnregel problemlos möglich wäre. Nach diesem eleganten Brückenschlag zur EZB sind wir auch schon bei unserem nächsten Thema, welches sich wie folgt zusammenfassen ließe. Christine Lagarde hat keine Ahnung. Ja, so muss man es leider zusammenfassen. Die Frau hat sich nämlich dazu geäußert, wie sich die Inflation in der Eurozone in Zukunft entwickeln wird und dabei ihre Inkompetenz zur Schau gestellt. Auch die führenden Chefs der westlichen Zentralbanken, in dem Fall Christine Lagarde, auch Jerome Powell, also der Chef der Federal Reserve, und aber auch der General Manager der Bank für den internationalen Zahlungsausgleich, Austin Carstens, war dort ebenfalls ansässig, genauso wie der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey. Auf einer Podiumsdiskussion saßen sich diese vier Notenbankchefs gegenüber und Christine Lagarde ließ dabei folgende Worte fallen. Ich glaube nicht, dass wir in ein Umfeld niedriger Inflation zurückkehren werden. Aber sehen Sie selbst, was sie gesagt hat. I don't think that we're going to go back to that environment of low inflation. And I think that there are forces that have been unleashed as a result of the pandemic, as a result of this massive geopolitical shock that we are facing now, that are going to change the picture and the landscape within which we operate. A lot of the movements that we've experienced in the last 20 years was predicated on globalization. Nein. Was? Entschuldigung. Diese Behauptung ist ja schlichtweg grotesk. Wo haben Sie das her? Aus einem katholischen Gesangsbuch? On the breaking down of supply chains, on the reduction of cost, on the just on time. That has changed and will probably change continuously towards a system that we are not certain about. Diese Aussagen sind wirklich schockierend, da sie zeigen, dass Lagarde wirklich keine Ahnung hat, wie Inflation überhaupt entsteht. Die Inflation folgt langfristig nämlich den Lohnstückkosten. Und wenn die Globalisierung hier große produktivitätssteigernde Effekte gehabt hätte, dann hätten wir das ja in den Statistiken gesehen. Ihr wisst ja, die Lohnstückkosten sind der Quotient aus Lohnkosten und Arbeitsproduktivität. Und die Arbeitsproduktivität ist in den letzten 30 Jahren schwächer gestiegen als in den 30 Jahren davor. Die Globalisierung hat hier also gar keine großen produktivitätssteigernden Effekte, die die Inflation irgendwie eingebremst haben könnten. Nein, die niedrige Inflation der letzten Jahrzehnte
hatte mit den viel zu schwach steigenden Löhnen zu tun. Und die Löhne, die steigen immer noch nicht. Laut dem Lohntracker der EZB liegt das Lohnwachstum bei aktuell 2% pro Jahr und dürfte auch dort 2023 verweilen. Wenn Lagarde hier also irgendwas von Lieferketten und Just-in-Time-Produktion faselt, dann ist das blanker Unfug. Ja, die Lieferketten sind im Moment gestört. Hauptsächlich wegen der westlichen Russland-Sanktionen. Das ist eine mutwillige politische Entscheidung, die aber nur einen vorübergehenden Schock darstellen dürfte. Denn wenn sich die Lieferketten zwischen Russland und dem Westen entflochten haben, dann ist die Inflation vorbei. Dann ist zwar die Produktivität eingebrochen, das Realeinkommen ist geringer und das Preisniveau ist höher. Aber die Inflation ist ja die erste Ableitung des Preisniveaus. Für eine dauerhafte Steigerung reicht so ein einmaliger Abbruch bestimmter Lieferketten also nicht aus. Für so eine dauerhafte Steigerung der Inflation bräuchte es Lohnsteigerungen. Und diese sind nicht in Sicht. Die Arbeitslosenquote in der Eurozone liegt immer noch bei über 6%, weit entfernt von Vollbeschäftigung. Es gibt also überhaupt keinen Grund, warum diese Inflation dauerhaft sein sollte. Nein, eher im Gegenteil. Wenn der Vertrag von Maastricht 2024 wieder greift und die EZB die Zinsen erhöht, wenn also die Staatsausgaben sinken und die EZB Unternehmensinvestitionen, die sowieso schon sehr schwach sind, abwirkt, was passiert dann? Ihr braucht nur eins und eins zusammenzuzählen. Die Wirtschaft stürzt in eine Rezession und wir haben Deflation. Genau das dürfte das Problem der Eurozone in den nächsten Jahren sein. Nicht eine dauerhaft höhere Inflation. Nein, eine Wirtschaftskrise infolge des verfehlten Handelns von Regierungen und EZB. Genau damit stellt sich Christine Lagarde quasi die Bankrotterklärung aus. Denn die einzige Aufgabe per Gesetz ist es, dass die Zentralbank die Preisstabilität sichert. Und wer weiß, dass die Inflation genau das Gegenteil tut, weiß auch, dass sich hiermit Christine Lagarde ein Bein gestellt hat. Die Preisstabilität bedeutet nämlich nichts anderes, als mittelfristig 2% Inflation zu erhalten. Und mittelfristig bedeutet per Definition auf Sicht von 2 bis 3 Jahren. Wenn wir also davon ausgehen, dass zwischenzeitlich die Inflation auch mal höher ausfallen darf, muss man natürlich auch in Frage stellen, was es dann bedeutet, wenn auf Sicht der 2 bis 3 Jahre die Inflationsrate im Schnitt von 2% zu erwarten ist und Lagarde sagt, die Inflation werde dauerhaft höher ausfallen. Im Prinzip sagt Christine Lagarde hiermit, dass sie ihrem Job an dieser Stelle nicht gewachsen ist und für all diejenigen, die sagen, ich möchte mich vor dieser Inflationsentwicklung schützen, für all diejenigen haben wir kostenlos einen Ratgeber zum Schutz vor der Inflation zur Verfügung gestellt. Den finden Sie unter dem Video kostenlos downloadbar. Laden Sie sich gerne runter. Bereits 10.000 Menschen haben dies getan. Ich brauche einen Eimer! Und genau das ist der Grund, warum ich solche Videos wie dieses hier mache. Ladet euch bitte diesen extrem dummen Ratgeber nicht runter. Es reicht, sich allein die Erklärung, wie Inflation angeblich entstehen würde, durchzulesen. Da wird auf die Geldmenge verwiesen, was längst widerlegt ist. Nach der Quantitätstheorie der Inflation hätte die Inflation seit Gründung der Europäischen Währungsunion bis 2021 bei rund 11% pro Jahr liegen müssen. Die reale Inflation lag nur bei 1,6%. Diese Rechnung hatte ich ja schon in meinem Video zur AfD ausführlich dargelegt. Sie bezieht sich auf die Zentralbankgeldmenge M0. Diese Quantitätstheorie, die hier immer wieder gekaut wird, ist empirisch widerlegt. Sie hat nichts mit der Realität in der Eurozone zu tun. Die viel bessere Erklärung für die Inflation, wie ich ja auch in diesem Video schon wieder gesagt hatte, sind die Lohnstückkosten. Diese sind in den 23 Jahren von 1999 bis 2021 um 1,4% pro Jahr gestiegen. Allein an dieser Beispielrechnung wird schnell klar, dass die Lohnstückkosten eine viel bessere Erklärung für die Entwicklung der Inflation liefern als die Geldmenge. Man kann übrigens auch theoretisch ganz einfach zeigen, dass dieser Zusammenhang nicht existiert. Wenn die Geldmenge M0 ausgeweitet wird, dann gibt es keinen Mechanismus, der dieses Geld irgendwie in die Realwirtschaft fließen lassen würde. Die Kreditvergabe der Banken ist nämlich vor allem durch die Zahl an solventen Kreditnehmern begrenzt und nicht durch die Menge an Zentralbankgeld, die sie haben. Nur weil Banken mehr Zentralbankgeld in ihren Bilanzen haben, vergeben sie nicht mehr Kredite.
So ein Zusammenhang lässt sich nicht nachweisen und existiert auch nicht. Wenn hingegen die Löhne steigen, dann ist das der wichtigste Kostenfaktor für die Unternehmen und die wichtigste Nachfragequelle. Die Produktivität, also der andere Teil der Lohnstückkosten, determiniert vor allem die Produktion, also das Angebot. Es ist also auch aus theoretischer Sicht nur logisch, dass die Steigerung der Lohnstückkosten auf die Preise, die die Unternehmen festlegen, umgelegt wird. Aber es gibt keinen einzigen Mechanismus, der von einer steigenden Geldmenge M0 zu einem steigenden Preisniveau führen würde. Die niedrigen Prognosen der EZB dienen also einzig und allein dafür, zu rechtfertigen, dass die Zinsen nicht angehoben werden müssen und dass 2% Inflation dennoch viel sind, sollte man auch nicht aus den Augen verlieren. Viel besser wäre ein Inflationsziel der Zentralbanken von 0% und nicht von 2% mittelfristig anzustreben. Am besten wäre natürlich freiwillig eine goldgedeckte Währung, dass dies aber realistisch in unserer Zeit der Digitalisierung so nicht mehr gewünscht ist. Zumindest suggeriert man es den Menschen so, dass es nicht der beste Weg sei. Ist auch klar, und das ließe sich natürlich nicht mehr weiter inflationieren, weil der Goldstandard dafür sorgen würde, wenn man die Geldmenge mit Gold decken würde, dass man die Geldmenge nicht x-beliebig vermehren kann, wenn jeder Geldscheinmenge eine gewisse Goldmenge physisch gegenübersteht. Denn Gold ist durch die Natur limitiert und lässt sich nicht x-beliebig vermehren. Anders als das, was wir von den Notenbanken in den letzten Jahren sehen, ständig immer und immer weiter die Geldschleusen zu öffnen. Also jetzt wird es tatsächlich vollkommen verrückt. Wenn eine Währung durchgängig an Wert gewinnt, dann haben alle Akteure einen Anreiz, diese Währung zu horten. Unternehmen und private Haushalte würden also noch wesentlich stärker sparen, als sie es aktuell tun. Bei einer festen Geldmenge würde jede noch so kleine Produktivitätssteigerung, also sofort, zu Deflation führen. Was noch dazu kommt, ist, dass Unternehmen immer zu den aktuellen Preisen ihre Vorprodukte kaufen müssen und sie dann zu den zukünftigen Preisen verkaufen können. Falls wir also Deflation haben, lohnt es sich für einen Unternehmer überhaupt nicht zu investieren und dann zu produzieren, um dann Erlöse zu kassieren. Nein, ein Unternehmer kann einfach Geld halten und dieses Geld wird von selbst mehr wert. Dazu kommt noch, dass es dann keinen Anreiz mehr gäbe, Schulden zu machen. Wenn man nämlich Schulden macht, dann werden diese Schulden dadurch, dass das Geld dauerhaft an Wert gewinnt, automatisch mehr wert. Inflation entwertet Schulden. Deflation lässt die Schuldenlast immer größer werden. Sowohl Unternehmen als auch private Haushalte hätten also keinen Anreiz mehr, sich zu verschulden. Die Wirtschaft würde ohne massive staatliche Defizite sofort in die Rezession rutschen. Ein solch komplett abgedrehter Vorschlag ließe also nur noch zwei Optionen offen. Okay, drei Optionen. Entweder die Staatsschulden explodieren, um das gigantische Sparvolumen von Unternehmen und privaten Haushalten auszugleichen. Oder man schraubt die Steuern für diese beiden Sektoren so weit hoch, dass man für eine halbwegs konstante Geldumlaufgeschwindigkeit sorgen kann. Also Vermögen müsste dann sehr hoch besteuert werden. Oder man führt eine Planwirtschaft ein. Dann könnte man das alles auch steuern. Dieser Vorschlag würde jedes marktwirtschaftliche System innerhalb kürzester Zeit zusammenbrechen lassen. Das ist, wie gesagt, kompletter Irrsinn. In diesem Kontext möchte ich euch auch noch das Interview von UM Politik mit Heiner Flassbeck empfehlen, der sich dort auch zu dieser Thematik äußert. Ne? Und Gold war das eigentlich Gute und Richtige. Gold war es, Gold. Wir haben die Goldmenge begrenzt und dadurch gab es Stabilität über 100 Jahre im 19. Jahrhundert oder so. Diese Geschichte ist wunderschön und grundfalsch, fundamental falsch. Gold hat nie eine wirklich bedeutende Rolle für unser Geldsystem, für das moderne Geldsystem gespielt. Vielleicht vor 800 Jahren, ist mir egal. Aber für die Zeit ab 1800 hat es nie eine entscheidende Rolle gespielt. War immer nur da. Als Deckung. Heute ist ja auch noch da. Heute liegt noch, die Bundesbank hat noch bergvoll Gold in ihrem Keller liegen. Warum eigentlich? Völlig idiotisch. Wir haben ein Papiergeldsystem und das wollen die Leute nicht begreifen. Oder sie können es nicht begreifen, das will ich mich jetzt nicht entscheiden. Aber es fällt unheimlich schwer zu begreifen, dass das, was, womit wir tagtäglich bezahlen, womit wir unser Einkommen bekommen, dass das eigentlich nichts ist. Papier. Es ist nichts. Es ist nur ein Versprechen.
Das ist ein Versprechen, das der Staat uns gegeben hat, dass wir für diese komischen Papierschnipsel oder für die elektronischen Codes, die wir jetzt haben, was auch immer, dass wir dafür Waren kaufen können. Das ist alles. Das ist das Papiergeldsystem. Und das fällt den Leuten unglaublich schwer zu begreifen. Deswegen glauben eben unheimlich viele und auch viele verrückte, reiche Leute heutzutage, dieses System muss in sich zusammenbrechen, weil es kann ja nicht funktionieren. Es funktioniert aber schon seit 200 Jahren, weil es nie ein anderes gab. Und es ist das einzige System, sogar mit dem die Marktwirtschaft so funktionieren kann, wie wir uns das vorstellen. Das einzige. Aber auch das ist tot unendlich weit weg von der herrschenden Meinung in der Ökonomik. Und das ist unser Hauptproblem. Wir haben diese Dissonanz oder diese Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der Menschen, die sich nicht mit Ökonomik beschäftigen. Und auf der anderen Seite haben wir 95% der Ökonomen, die von einem System reden, das es überhaupt nicht gibt. Und die Politik ist irgendwo dazwischen, weiß ganz wenig oder gar nichts dazu zu sagen. Und dann sind wir erstaunt, dass es alles nicht so gut funktioniert. Es kann nicht funktionieren. Aber Frau Lagarde führt die Menschen auch an einer anderen Stelle noch in die Irre, denn sie erklärt die Kernursache dieser hohen Inflation, nämlich die schlechte Geldpolitik, nicht, indem die Zentralbank eine massive Geldschöpfung in den Jahren seit Beginn der Pandemie betrieben hat. Ich hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass, wenn die Inflation der Geldmenge M0 folgen würde, sie zwischen 1999 und 2021 in der Eurozone bei 11% pro Jahr hätte liegen müssen. Sie lag in der Realität aber nur bei 1,6%. Die Quantitätstheorie, die Kentner hier schon wieder aus dem Keller kramt, ist widerlegt. Und auch die niedrigen Zinsen sind keine Erklärung für die Inflation. Wir haben seit 2014 Nullzinsen. Die Inflation ist aber trotzdem erst 2021 infolge der Corona-Pandemie durch die Decke gegangen, weil die Arbeitsproduktivität eingebrochen ist, weil das zur Steigerung der Lohnstückkosten geführt hat. Ich hatte es ja vorhin schon erklärt. Die Inflation folgt den Lohnstückkosten. Dieser Zusammenhang ist ziemlich eindeutig. Und jetzt infolge der westlichen Sanktionen gegen Russland haben wir nochmal einen zweiten Produktivitätsschock. Das hat beides weder etwas mit den Zinsen noch mit der Geldmenge zu tun. Das sind beides vorübergehende Schocks, die, wenn sie dann einmal vorbei sind, keinen dauerhaften Einfluss auf die Inflation haben. Unser Realeinkommen wird dann gesunken sein, wenn diese Schocks vorbei sind. Aber die Inflation wird auch wieder zurückgehen. Jede Wette, 2023 wird die Inflation wieder auf ihre alten, tiefen Werte sinken. Und dann lautet unser Problem nicht mehr Inflation, sondern Deflation. Und ich würde an dieser Stelle nicht mal sagen, dass Lagarde die Leute absichtlich täuscht, so wie viele Politiker das tun. Nein, sie scheint schlicht und ergreifend inkompetent zu sein. Sie kann nicht erklären, wie Inflation entsteht. Deswegen diese absurden Aussagen über eine länger anhaltende Inflation. Wenn man eine technokratische Institution wie die EZB schon mal so aufbaut, dann sollte man an die entscheidenden Stellen nicht Leute wie Lagarde, sondern wirkliche Experten setzen. Ökonomen, die wissen, wie Inflation entsteht und die deswegen angemessen reagieren können. Im Vergleich hingegen schauen wir uns die Schweiz mit dem starken Schweizer Franken an. In der Schweiz liegt die Inflation bei bloß 3,4% und Grund dafür ist, dass die Schweiz die Bilanzsumme nur um 20% ausgeweitet hat, was bedeutet, dass die Schweiz nur etwa 20% Geld in den Markt gepumpt hat, was immer noch viel ist, aber wir sehen die Auswirkungen dann in der Inflation, die deutlich geringer ausfällt als in der Eurozone, aber auch in der US-Dollar-Zone in den USA und allen US-Dollar-Ländern. Denn die EZB und die Fed haben nämlich ihre Bilanzsumme fast um 100% gesteigert, was bedeutet, dass man die Bilanzsumme verdoppelt hat und somit sehr, sehr viel Geld gedruckt. In dieser Grafik sehen Sie auch, dass die Bilanzsumme der größeren Zentralbanken, in diesem Beispiel sehen Sie auch die Schweizer Zentralbank, kaum gestiegen ist. Dagegen explodierte die Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank. Was dennoch sehr stabil geblieben ist, ist auch die Bilanzsumme der Bank of China. Bank of Japan im grünen Bereich ist deutlich explodiert, wie wir hier sehen, und bewegt sich in eine Region, die zeigt, dass man nach 30 Jahren der Nullzinspolitik nun ein Ende dieser wirtschaftlichen Handhabe sieht. Die Schweiz und Japan hatten in den letzten 20 Jahren die schwächsten Preissteigerungen von allen Industrieländern. Und diese beiden Länder haben auch ihre Notenbankbilanz in der Pandemie nur vergleichsweise wenig ausgeweitet. Zumindest prozentual gesehen. Ja, woran das wohl liegen mag, hm? Ja, woran mag das wohl liegen? Vielleicht daran, dass diese beiden Länder ihre Zentralbankbilanzen in den Jahren zuvor in Relation zum Bruttoinlandsprodukt am meisten ausgeweitet haben.
Wenn die Zentralbankbilanz wie in der Schweiz 2019 schon 120% der Wirtschaftsleistung betrug, dann ist eine Ausweitung von 20 Prozentpunkten eine wesentlich kleinere prozentuale Ausweitung in Relation zum vorherigen Wert, als wie wenn das bei der EZB passiert. Diese hatte 2019 nämlich nur eine Bilanzsumme von 40% des Eurozonen-BIPs. 2021 waren es dann 70%. Das heißt, in Prozentpunkten des BIPs hat die EZB ihre Bilanz nur 10 Prozentpunkte stärker ausgeweitet als die SNB. In Relation zur Wirtschaftsleistung liegt die Bilanz der EZB nur halb so hoch wie die der Schweizer Notenbank. Wenn man genauer hinsieht, ist übrigens auch schon Kettners Grafik vielsagend. Dort werden die Werte nämlich nicht in Relation zur Wirtschaftsleistung, sondern in US-Dollar angegeben. Die kleine Schweiz hat also eine genauso große Zentralbankbilanz wie das riesige China. Wenn man das Ganze wiederum ins Verhältnis zum BIP rückt, sieht die Sache schon anders aus. Dann ist die Zentralbankbilanz der Schweiz mehr als 7-mal so groß wie die von China. Die People's Bank of China war aus dieser monetaristischen Idiotensicht seit 2005, also sogar am solidesten. Und trotzdem war die Inflation in China am höchsten. Die chinesische Zentralbank hat ihre Bilanz also genauso stark ausgeweitet, wie das nominale Bruttoinlandsprodukt gewachsen ist. Und trotzdem war die Inflation in China wesentlich höher als in Japan oder in der Schweiz, wo sich die Zentralbankbilanz vervielfacht hat. Aber solche Belege sind Ideologen wie Dominik Kettner oder Wolfram Weimer, den Kolumnisten, den er dort zitiert, vollkommen egal. Sie suchen sich sehr kurze Zeiträume und rechnen sich die Zahlen so schön, dass sie gerade passen, um absurde, längst widerlegte Theorien aus der Mottenkiste zu holen. Sehr lustig ist es bei der Schweizerischen Zentralbank übrigens auch, dass sie wie keine andere Notenbank dieser Welt in die freien Devisenmärkte eingegriffen hat und für eine dauerhafte Unterbewertung ihrer Währung gesorgt hat. Der Franken hätte eigentlich längst aufwerten müssen. Er müsste viel stärker sein, als es aktuell ist. Und dies wird von Kettner an keiner Stelle erwähnt. Er feiert sonst so die freien Märkte und verteufelt die Ausweitung der Geldmenge. Aber wenn die hochgeheiligte Schweizer Nationalbank das macht, die Zinsen übrigens noch weiter unten gehalten hat als die japanische Notenbank und als die EZB. Wenn die das macht, dann ist es egal. Die Schweiz ist ja solide. Ja, das, ihr merkt es. Es ist eine Ideologie, die vorne und hinten nicht zusammenpasst. Es wird versucht, eine einigermaßen konsistente Geschichte zu erzählen. Und dabei wird der größte Teil der Realität komplett ausgeblendet. Sorgt natürlich dafür, dass sich eine massive Pulverfassmischung in der Europäischen Union bildet. Es drohen hier vor allem auch Verwerfungen und mögliche Bürgerkriege. Die große Möglichkeit der Europäischen Zentralbank, die Zinsen anzuheben und dem Markt Liquidität zu entziehen, besteht zwar immer noch, um die Verarmung der Menschen zu verhindern. Allerdings werden wir diese Entwicklung nur in kleinen Schritten voranschreiten sehen, anders als in den USA. Denn die Amerikaner sind uns eines voraus. Sie haben die Zinsanhöhung bereits betrieben und damit den Euro massiv geschwächt. Ich hatte es vorhin ja schon einmal erklärt. Beim Euro passiert das gleiche wie beim japanischen Yen. Carry Trader leihen sich zu niedrigen Zinsen Euro, tauschen diese in Dollar und legen das dann im höher verzinsten Dollarraum an. Das bedeutet, die Carry Trader machen Gewinne und verzerren dabei die Wechselkurse, sodass diese enorm von den Kaufkraftparitäten abweichen, was zu Verzerrungen in den Leistungsbilanzen führt. Wenn der Euro nämlich unterbewertet ist, dann werden europäische Unternehmen wettbewerbsfähiger. Und die Eurozone kann ihre Leistungsbilanzüberschüsse steigern. Gleiches gilt für Japan. Und gleiches gilt übrigens auch für die Schweiz in noch wesentlich stärkerem Ausmaß, weil dort die Notenbank absichtlich für eine Unterbewertung der Währung gesorgt hat, indem sie massivst Schweizer Franken verkauft und ausländische Devisen gekauft hat. Also hier seht ihr ja nochmal die Grafik zu den Kaufkraftparitäten von Euro und Dollar. Der Kurs des Euros weicht seit 2014, also seit Beginn der Nullzinspolitik, deutlich von dieser Kaufkraftparität nach unten ab. Der Euro ist wegen dieses Carry-Tradings also deutlich unterbewertet. Wenn man das lösen wollte, gäbe es eigentlich nur einen.
eine passable Lösung. Wechselkurskoordination. Die Notenbanken müssten sich absprechen und die Wechselkurse festlegen. Nicht vom Markt bilden lassen, sondern sie müssten sie festlegen und fixieren und nur dann anpassen, wenn es zu Inflationsdifferenzen kommt. Aber dafür müsste man ein Dogma überwinden, was man in der Schweiz schon längst überwunden hat. Das der freien Devisenmärkte, die am besten wissen, welcher Wechselkurs für eine Volkswirtschaft am besten ist. Weil aber Christine Lagarde diesen großen Crash nicht möchte, indem sie die Geldpolitik verändert, wird sie weiter die Südländer, wie sie selbst angekündigt hat, subventionieren. Man möchte weiter günstiges Geld, um ein Auseinanderreißen der Eurozone verhindern, in die südlichen Staaten pumpen. Natürlich auf Kosten der noch halbwegs gesunden Länder, wie man es jetzt im Falle Deutschlands zum Beispiel bezeichnen könnte. Oh Mann, Gott schmeißt Hirn vom Himmel. Ich kann diese dämliche Hetze langsam nicht mehr hören. Warum ist Deutschland denn noch halbwegs gesund? Nun, weil unsere Exportindustrie halbwegs gut läuft. Also bis zu den Russland-Sanktionen jetzt. Ah, das ist eine andere Geschichte. Sie lief jedenfalls die letzten zwei Jahrzehnte wesentlich besser als die von Italien, Spanien oder beispielsweise Griechenland. Woran lag das? Weil wir billiger produziert haben. Weil wir niedrigere Löhne gezahlt haben. Deutschland hat Lohndumping auf Kosten seiner südeuropäischen Nachbarn betrieben. Deutschland hat Leistungsbilanzüberschüsse gemacht, Frankreich, Italien und Spanien haben Defizite gemacht. Dass Deutschland niedrigere Staatsschulden hat, hat also nichts damit zu tun, dass wir irgendwie solide waren, sondern damit, dass Deutschland die Regeln gebrochen hat. Das ist das Lohnstückkostenziel von 2% pro Jahr deutlich unterschritten hat. Die anderen Europäer dachten sich nach der Eurokrise, dass sie das nachmachen könnten, aber bisher sind sie noch nicht auf dem deutschen Niveau angekommen. Wenn sie dort ankommen sollten, dann war es das mit unserem schönen merkantilistischen Wachstumsmodell. Dann sind allerdings die Löhne auch so stark gesunken, dass wir auf Deflation zutaumeln. Das wäre dann der andere Nachteil. Dann würden wir den glorreichen Weg von Japan oder der Schweiz beschreiten. Und das will Kettner wahrscheinlich auch nicht, so wie ich seine bisherigen Äußerungen interpretiert habe. Und was heißt eigentlich, wir subventionieren diese Länder? Auch das ist eine Lüge. Italien und Spanien und auch Griechenland und auch Frankreich zahlen höhere Zinsen auf ihre Staatsanleihen als Deutschland und die Niederlande. Das bedeutet, wenn hier jemanden subventioniert, dann subventionieren die Südeuropäer große Banken und Vermögende, die diese Staatsanleihen in ihrem Portfolio haben. Die Zinsen dieser Staatsanleihen wandern von den Völkern Südeuropas zu großen Finanzspekulanten und Großbanken. Es gibt keine Umverteilung von den angeblich soliden Nordeuropäern nach Südeuropa. Es gibt ganz im Gegenteil eine Umverteilung von Südeuropa zu den Reichen. Aber solche eindeutigen Tatsachen halten ein Dominik Kettner natürlich nicht auf. Und es wird munter gegen die Südeuropäer agitiert. Und damit sind wir nun endgültig auf dem Niveau der AfD angekommen. Kurz gesagt bedeutet das natürlich, dass Christine Lagarde damit nur eine Verzögerungstaktik fährt und würde sie den Abbau der hohen Schulden durch eine Sparpolitik bevorzugen, könnte man dem Ganzen noch entgegenwirken, aber das ganz klar ausgesprochene Ziel ist scheinbar die Vernichtung des Euros, der Eurozone und der einzelnen Sparer. Wie antidemokratisch ist das jetzt? Christine Lagarde soll eine Sparpolitik bevorzugen. Also diese Frau ist nicht mal gewählt. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, dass sie unsere Zinsen festlegen kann. Ohne jedwede demokratische Kontrolle. Dass sie inkompetent ist, haben wir ja vorhin auch noch gesehen. Und jetzt soll sie auch noch festlegen, ob bestimmte Länder sparen sollen oder nicht. Also natürlich würde das nicht Christine Lagarde festlegen, sondern wenn, dann der EZB-Rat, der das ganze Kollektiv entscheidet. Aber die EZB hat keine demokratische Legitimation. Und Kettner fordert jetzt allen Ernstes noch, dass sie bestimmte Länder dazu zwingen können soll, zu sparen. Also, dass sie in demokratische Entscheidungen eingreifen soll. Eben hat ihm die EZB noch zu viel Macht und eben war ihre Politik noch ganz furchtbar und jetzt will er ihr noch mehr Macht geben? Das ist so unlogisch, das ist so inkonsistent. Also, damit entfernt er sich übrigens auch lustigerweise wieder von der AfD-Position, die er gerade bezogen hat. Die AfD fordert ja wenigstens noch konsequenterweise, die Eurozone aufzulösen.
Aber Kettner redet irgendwas von Goldstandard, Geldmengenbegrenzung und will, dass die EZB jetzt auch noch einzelne Länder zu einer Sparpolitik zwingt. Das ist wirklich kompletter Irrsinn. Kompletter Irrsinn. Zudem wäre eine neue Austeritätspolitik eine wirtschaftliche Totalkatastrophe für ganz Europa. Wenn wir die Staaten in Südeuropa zwingen würden zu sparen, dann würden sie das Sparvolumen von privaten Haushalten und Unternehmen nicht mehr ausgleichen. Der Außenhandel als Kompensator bliebe auch aus. Die Wirtschaft würde massivst einbrechen. Und wir hätten sofort hohe Deflation und würden die Schweiz und Japan dahingehend wahrscheinlich noch überflügeln. Das Lohnwachstum würde einbrechen und die Arbeitslosigkeit explodieren. Ähnlich wie wir es in Griechenland gesehen haben, wo die Sparpolitik eine wirtschaftliche Depression ausgelöst hat. Aber ich hatte es ja am Anfang schon versprochen, wenn man sich Videos bei Kettner Edelmetalle anschaut, dann erwarten einen wirklich Desinformationen im Sekundentakt. Es wird gegen Südeuropäer, gegen die böse Zentralbank, gegen die fehlenden Zinsen, gegen alles Mögliche gehetzt und es werden die absurdesten Gründe erfunden, die überhaupt nicht stimmen. Zudem würde eine Politik, die den Empfehlungen Dominik Kettners folgte, innerhalb weniger Monate beseitigt werden. Eine Politik, die ein solches wirtschaftliches Desaster auslösen würde, durch solche irrsinnigen Projekte wie den Goldstandard, eine Nullinflation oder eine Sparpolitik bei einer sowieso schon schrumpfenden Wirtschaft. Eine solche Regierung, die das versuchte, würde entweder weggeputscht oder abgewählt werden. Eine solche Regierung könnte sich niemals lange halten. Was wir hier gehört haben, ist ein reinstes Bullshit-Bingo libertären Unsinns. Und das wirft wirklich ein Schlaglicht auf die finanzielle Bildung in Deutschland, dass ein solcher Dummschwätzer mit einer solch plumpen Demagogie mittlerweile fast 200.000 Abonnenten auf sich vereinen kann.